diesem Video möchte ich Ihnen das Telekom Speedphone 50 vorstellen, ein deckenschnurloses Telefon für Ihren Speedport IP Router. Zum Lieferumfang des Speedphone 50 gehört das Gerät selbst, dann eine entsprechende Ladestation und eine Anleitung. Das Speedphone 50 hat ein besonders flaches Design, liegt also gut in der Hand. Ich habe hier die Laut- und Leise-Tasten an der Seite des Gerätes. Hier hinten der Lautsprecher für die Freisprechfunktion und auch fürs Klingeln. Sehr gut zu hören. Und auf der anderen Seite gibt es hier noch einen Klinkenanschluss, wo Sie, wenn Sie wollen, ein Headset anschließen können. Auch die Vorderseite ist sehr übersichtlich, ein 5,6 cm Display. Dann Mikrofon und Lautsprecher zum Telefonieren. Griffige Tasten, die aber auch gut zu erkennen sind. Die Akkus sind schon vorinstalliert, können natürlich aber auch getauscht werden. Das Gerät unterstützt ca. 20 Stunden Telefonieren oder auch 200 Stunden Standby. Also etwa eine Woche können Sie das Telefon ohne Laden benutzen. Außer wenn Sie viel telefonieren, dann müssen Sie einfach zwischendurch nachladen. Ja, 100 Telefonbucheinträge werden unterstützt. Es gibt 30 Rufmelodien. Sie können das so konfigurieren, wie Sie das möchten. Auch wenn Sie mehr Rufnummern haben am Telekom-IP-Anschluss, können Sie für verschiedene Rufnummern zum Beispiel auch verschiedene Klingeltöne festlegen. Einfache Internetfunktionen insofern werden unterstützt. Also ich kann mir hier RSS-Feeds anzeigen, also aktuelle Nachrichten oder Wetter. Auf dem Gerät werde ich über neue E-Mails informiert, dass neue E-Mails gekommen sind, um dann zum Beispiel am Tablet die zu lesen. Und zahlreiche weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Telekom Sprachbox, wird unterstützt. Das wird Ihnen auch direkt auf dem Display angezeigt, wenn neue Nachrichten auf der Sprachbox da sind. Also alles in allem ein günstiges, elegantes und leistungsstarkes Gerät. So, die Inbetriebnahme des Speedphone 50 ganz einfach. Ich muss hier einmal diesen Schutz hier rausziehen, der mit der Akku den Strom ans Telefon weitergibt. Ich kann jetzt hier die Sprache auswählen, in dem Fall Deutsch. So, jetzt sagt er mir, ich soll an meinem Speedport-Router, den ich hinter mir stehen habe, die Anmelden-Taste drücken. Das mache ich jetzt einmal. Jetzt blinkt das Gerät im Anmeldemodus und hier sage ich jetzt einmal auf Weiter. Und jetzt erfolgt die Anmeldung, ist jetzt erfolgreich verbunden. Und jetzt kann ich sagen, entweder direkt telefonieren oder weitere Einstellungen vornehmen. Ich nehme weitere Einstellungen vor. Er verbindet sich jetzt wieder mit der Deckbasis im Hintergrund, also dem Speedport-Router. Dauert einen kleinen Augenblick. Und jetzt kann ich hier sagen, wie soll das Mobilteil heißen, welche Rufnummern sollen auf diesem Mobilteil klingeln und weitere Einstellungen. So, ich möchte Ihnen hier das Menü vom Speedphone 50 zeigen. Ich kann hier auf die Menütaste gehen und kann jetzt hier mit den Pfeilen durchblättern. Hier vorne eben war unsere Kontakte. Da können Sie lokale Kontakte auf dem Telefon speichern oder auf die Kontakte im Speedport Router, also ein gemeinsames Adressbuch zugreifen. Hier gibt es eine Anrufliste, wo Sie Anrufe in Abwesenheit sehen, aber auch die Anrufe, die Sie abgehend geführt haben. Dann gibt es hier weitere Einstellungen, die Sie vornehmen können am Gerät. Kurzwahl, die Sie definieren, um bestimmte Rufnummern schneller anzurufen. Dann Service, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder Fragen gibt. Und hier die Telekom Sprachbox, die würde auch ein Symbol anzeigen, wenn Anrufe in Abwesenheit sind. Da würde zum Beispiel dann eine Magenta 2 stehen, wenn zwei Anrufe in Abwesenheit waren. Bei den Einstellungen können Sie sowohl Sachen wie das Display oder auch Audio, also wie laut es klingeln soll, welcher Klingelton angehen soll, die Sendeleistung, ob Sie den Eco-Modus bevorzugen oder volle Sendeleistung haben möchten, bei größeren Wohnungen zum Beispiel, Anrufeinstellungen, die Sie vornehmen können, welche Rufnummern übermittelt werden sollen, Einstellungen fürs Telefonbuch, Einstellungen des Routers, Rufnummern und die allgemeine Einrichtung wie Uhrzeit und so weiter. Das geht alles hier in dem Punkt. Ja, ansonsten ganz einfach wie ein normales Telefon zu bedienen. Speedphone 50 liegt sehr gut in der Hand. Günstiges Gerät mit vielen Funktionen.